Die Bewohner der Hutweidegasse in Golz denken in der Adventszeit ganz besonders an die Kinder. Denn für sie gestalten sie eine Weihnachtskrippe mit lebenden Tieren und Engeln, ganz wie es sich gehört. Sie haben hier die Krippe organisiert mit lebenden Tieren. Vor 12 Jahren ist mir die Idee gekommen, in Golz irgendwas zu machen in der Weihnachtszeit, hauptsächlich für die Kinder. Und da ist mir eingefallen, eine lebende Krippe mit Tieren. Wir haben dann ein Schaf und ein Kalb und Lämmer hier. Und das ist ein guter Anziehungspunkt. Und die Eltern kommen mit den Kindern und es wird Jahr für Jahr besser besucht. In Zeiten wie diesen, wo es eh alles nur um Gewinn und Gewinnmaximierung dreht, ist das wirklich was Einmaliges, dass man sich wirklich besinnt auf die wahren Werte wie Freundschaft, Nachbarschaftshilfe und soziale Hilfe. Es geht uns Gott sei Dank meistens sehr gut und man kann trotzdem mit diesem Geld anderen Familien helfen. Ja, wir haben das so beschlossen. Wir sind eine Gruppe aus der Hutweidegasse. Es sind ungefähr 10 Familien beteiligt. Wir machen das kostenlos und das Geld, der Reinerlös, wird jährlich in Golz karitativen Zwecke zur Verfügung gestellt. Und heuer bekommt die Feuerwehr und die neue Mittelschule? Heuer ist richtig, haben wir die Feuerwehr und die neue Mittelschule, wollen wir den Reinerlös heuer schenken. Wenn wir jetzt noch verraten, wie viel in den letzten 12 Jahren eingenommen worden ist, dann kann man nur den Hut ziehen. Ja, das ist eine ganz tolle Summe. Wir haben bis jetzt in den 12 Jahren 165.000 Euro verschenkt und das immer in Golz. Und daher tun uns die Golzer Winzer, die Golzer Gastronomie und die Bevölkerung bestens unterstützen und dafür der große Reinerlös. Ich glaube, das ist überhaupt einmalig, einzigartig hier in Golz, lebende Krippe. Und was noch einzigartig ist, die Hutweidegassler, 12 Familien, veranstalten das schon zum 13. Mal. Und der gesamte Reingewinn, bis jetzt 165.000 Euro, wird gespendet. In Golz, der Feuerwehr, den Schulen, Friedhofskommission, Diakonie, den Kirchen. Das ist, glaube ich, weltweit einzigartig. Und mein Dank von der Gemeinde gebührt natürlich den Hutweidegasslern. Die Kinder mögen ja die Tiere ganz besonders. Heuer sind ja ein Zwillingspärchen, ein Schafpärchen da. Wie alt sind denn die? Ja, dieses Pärchen ist gerade heute 14 Tage. Und es ist selten, dass in dieser Zeit Tiere gebären. Aber wir haben das Glück gehabt und haben Junge da. Und das ist der Anziehungspunkt. Das ist die Krönung in unserem Stall heuer.